Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute ist folgendes Spiel: Summer's War. Ja, Summer's War. Das ist das Spiel, das Handyspiel, was ich jetzt für 10 Minuten spielen muss. Also, ich muss das mal installieren. Also, ich sag mal, bis gleich. Und das ging ja mal ganz schnell. Also bei so ähnlichen Spielen war Idle Heroes und AFK Arena dabei gewesen. Also denke ich mal, das ist so ein ähnliches Spiel. Ich bin 16 oder älter. Okay. Europa. Was ich von den Spielen immer nur gesehen habe bislang war, da war eine Arena und da haben 5 gegen 5 gekämpft. Mehr weiß ich davon nicht. Okay, es kommt auch ein Update. Also, ich sag mal, das dauert bestimmt 1 GB. Dann bis gleich. Okay. Das ging gerade ganz schnell. Weniger als 4 bis 14 Buchstaben und Zahlen. Gib einen Namen für deine Beschwörer ein. Ich kann nicht schreiben. Ach doch, da oben. Mal ganz anders. Ich bin Red Dog. Ich muss gerade die Einstellung ändern von meinem Hintergrund. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, das ist mal eine Einstellung von dem einen Handy oder von dem anderen Handy. Ja. Jetzt bin ich wieder auf der einen Einstellung, wo ich einige Spiele spielen kann, aber nicht ein paar andere. Da muss ich dann immer wieder hin und her switchen, wie bei Raid. Genau, Raid war das. Hat diese Einstellung. Ich glaube, WWE war das. Und noch ein. Ich glaube, das waren 4 Spiele gewesen. Nein, ist egal. Das ist geschafft, ich habe auf dich gewartet. Ich bin Lia und werde dir von nun an zur Seite stehen. Okay, Leute, die das Spiel spielen wollen.
Erstmal das Geschenk dann nehmen. Beschwörung geht halt nicht. Ist ja klar. Okay, warum seid ihr mit blauen Diamanten? Ich glaube mal, die lilanen Diamanten sind dann. Okay, in der nächsten Runde brauche ich schon einen mehr. Ab Level 3 kann ich also normal spielen lassen, Automatik. Ich muss jetzt okay. Beschwörung, jawohl, was kriege ich? Blau, rot, gelb. Okay, das ist wie auch bei AFK Arena was. Aber das ist doch ein bisschen anders. Ja, hier muss man genau diese Stücke haben. Okay. Eine Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6. Später bestimmt alles zusammen einsetzen, denke ich mir mal. Gebäude muss ich noch bauen. Ja. Das war erstmal da. Kann man später bestimmt noch verschieben. Bei Media kriegst du bestimmt irgendwelche Punkte. Jetzt hat der Hund den Pilz gegessen. Also bei AFK Arena und bei Idle Heroes kämpfen die ja nebenbei noch die ganze Zeit, was hier nicht ist. Also hier musst du wirklich selber kämpfen, damit du deine Punkte kriegst. Vielleicht kommt es ja auch später. Weil wenn das Spiel ja so ähnlich sein soll, dann kann das ja noch später kommen. Auf jeden Fall. Ich
nicht möchtest, was da im Geschenk drin ist. Ach Mensch, ich darf das Geschenk nicht auspacken. Oh, ich habe einen Freund, der kann mir helfen. Aber ich glaube, ich muss erst mal meine Leute hier leveln. Und das werde ich, glaube ich, auch noch schaffen. Ein kritischer Treffer. Oh, oh. Oh. Drei, zwei, zwei. Gut. Na, wenn oben die Ressourcen zu Ende geraten sind, dann werde ich das Spiel abbrechen, weil ich habe ja meine 10 Minuten schon gespielt. Ich müsste dann halt nur noch mal meine eine Seite aufrufen und fertig ist es. Shabang. So, ich sag mal, die Ressourcen sind fertig. Ich gehe zurück zu meiner Base. Ah, ich bin Level 2. Was ist hier für ein Geschenk für mich? Also in 8 Stunden kriege ich ein Geschenk, gut.
hier. Alles voll. Alles voller Geschenke. Okay, jetzt bin ich Level 3. Da. Die 2 und das ist die 3, die setzen wir auch gleich noch ein. Komm, wetten wir die auch einmal auf. Und das gleich machen wir mit denen auch. Aufwerten. Okay. Jetzt habe ich alle hier auf Level 2 aufgewertet. Hier sind noch tägliche Sachen zum Einsammeln. Und schon Level 4. So, das war's denn. Ich werde nochmal in den Dingens reingehen. Also bis gleich. Da bin ich. Ich löse mein Ticket ein. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.